das Spiel speichert. Please, Blake. Where are you? Ja. I'm scared. Ich auch. Me too. He's coming. He's coming. Schon wieder. Das ist die Lache gewesen, außerdem noch. Das war erstens die Lache. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't Papa's gospel. I copied him 100 times. If I knew where the outsider was. The prophet don't need your help in finding the devil's whore and her up me. Not questions even now other heretics at chapel. God'll guide. I ain't a heretic! Oh! You sinned when you denied the prophet, your daughter. You've sinned since to deny. Please! Please just let me talk to now! Know where the outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want Just let me blood. Talk to now! I can explain! God, don't hear dead men. Be still. Ich glaube, die Oma ist sauer. Take your penance. Ja. God loves you. God loves you. Hübsche Beine hat sie ja. Entschuldigung. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Lass das Brett abbrechen. Welches Brett? Macht dir überhaupt keinen Krach. You didn't give me up to her. Not even though she... Der wäre sowieso gestorben. Thank you. Oh, das sieht nicht gut aus. Ein kleiner Kratzer. That woman or whatever she is beat him to death. Something about finding Lynn. Something about a chapel. Ja, die haben wir schon gesehen. Die Kapelle. Kann ich jetzt in meinen. Ah ja, okay, man kann nur 3 Dings sammeln. Okay. Oh, wir haben 2. Wir haben ja aufgepasst. Ne? Sparsam mit umgehen, ja. Oh, guck mal, eine Gitarre. Oh, noch eine Batterie. Boah, jetzt können wir mit rumasen. Also, jetzt können wir mit rumasen. Übertreib's nicht. Ja, ist ja gut. Da ist, glaube ich, ein Brief links. Was? Oder? Ja. Tatsache, ein Brief. Paul, du musst Papa sagen, dass Anna Lee krank war. Und das ist die Wahrheit. Sie ging zu ihrer Mutter, um mit den anderen Beulen zu leben. Sie war zu schwer betroffen und ihre Wunden zu schmerzhaft für eine Untersuchung. Und ich schickte sie sofort, weil ich nichts für sie tun konnte. Du musst wissen, dass ich dies nicht getan hätte, hätte ich eine Wahl gehabt. Ich liebe dieses Mädchen mehr als mein Leben und jedes andere. Und ich weiß nicht, warum Papa Knopf, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Was? Wie Nienoth oder so. Gnoth glauben würde, dass ich lüge. Aber du musst ihm von der Wahrheit überzeugen. Gott liebt dich. Dein Vetter Ethan. Ich fand das so geil, wie Jack immer durchs Haus gerannt und dann so, Ethan. Komm, Jack war cool, muss man sagen. Aber er war nervig. Oh Gott. Der war gruselig. Ja, der war gruselig, das stimmt. Aber der hat. Ganz schön hart, aber die Synchro fand ich cool im Deutsch von dem. Und das ist nicht in vielen Spielen so. Schön sieht's hier aus. Sehr beruhigend, wohlgemerkt. Was haben wir hier? Aha. Was ist das hier? Haus, oder? Haben wir das nicht gerade schon mal gesehen? Was war das?
Was war denn das? Ich geh mal hier lang. Ich bin ja mal so ein... Läuft die Bitch denn noch irgendwo? Ich hab keine Ahnung. Ich guck mal wegen Batterie oder so. Kann ich das Tor von der Seite öffnen? Nee, so ein Schloss von. Kann ja sein, dass man hier... Ich glaube, das ist einfach Musik, oder? Ja, ich glaube auch. Aber, oh, aber, was für eine Musik? Da spielt einer Geige, aber irgendwie auf nur zwei Seiten oder so. Vielleicht einfach nicht ganz schön schlecht. Kann ich hier schwimmen gehen? Ich glaube nicht, dass ich gerade Lust habe auf einen Badetag, wenn ich hier bin. Oh, da sind wir doch die dabei jetzt, ne? Oh. Stressig. Hey, ein Fass, eine Tonne, wo man sie verstecken kann wahrscheinlich, ne? Ja. Oh, ich dachte, da wäre eine Batterie, weil da gerade so funkelte da. Sah das so ein bisschen danach aus. Hier kann ich mich nicht drin verstecken, weil da ein Brett drin ist. Das Brett kann sich verstecken, wir nicht. Er ist zu fett. Das ist der einzige Weg. Wir müssen ihn bestreiten. Wo auch immer wir hinkommen. Es wird so nebelig. Boah, ich... Im Wasser, ne? Ja, wir müssen auch... Oh Gott. Aber jetzt doch irgendwas so patsch, patsch. So wie bei Amnesia, oder was? Ja, oder so, bei Outlast 1 war es auch. Obwohl da einfach nur ein dämlicher Stein reinfällt. Das macht schon so viel... So viel her. Boah, das ist was ist denn? Oh, ich dachte schon, Alter. Ah! Mein Schatz, wieder da, die mich angelegt hat. Ich komme! Ich komme! Das ist nicht die, die dich angelegt hat, die hatte kurze Haare. Sicher? Die hat lange Haare. Echt? Ja. Das war ja so ein Twitter war das ja gewesen, ne? Nur weil die kurze Haare hatte? Keine Ahnung. Nein? War es nicht? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne... Die sieht mich doch jetzt, oder? Hallo! Kann ich die füllen? Schwimmen ist anstrengend. Finde sicher einen Boden, um mich zu erholen. Ach, sag bloß. Wenn du zu lange rennst, wirst du... Ich hab, ja, ist klar. Beim ersten Teil? Was? Im ersten Teil waren die ja nicht... Mit dem Erschöpfen? Nee. Nee, ich glaube nicht. Im ersten Teil konntest du, glaube ich, durchrennen. Also einige neue Gameplay-Features. Also erstens das mit dem Verband. Gut, das haben wir ja noch nicht genutzt, Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Holzklopfen. Und zweitens das mit dem Erschöpfen. Ich frage mich, warum man schon so viele finden konnte. Keine Ahnung. Ja, für die Leute, die so verpeilt sind und keine sehen, denke ich mal. Ja. Ich frage mich, ob wer bei Outlast 1 und bei Outlast 2 jetzt hier immer die Batterien irgendwo hinlegt. Guck mal, da hängen welche. Oh, ist traurig. Wie war das nochmal bei dem Film Sinister? Rumhängen 2012. Ich fand die Videonamen immer so geil. Grillparty war auch ganz schön mies. Ja, oder Gartenarbeit war auch mal lustig. Oh, hier ist das Maisfeld aus der Demo. Was war das? Da kommt doch jemand drauf. Kann ich das... Ah, ich kann das filmen. Teufel. Satan. Oder? Das habe ich gerade gedacht, ja. Könnte was sein, ne? Was steht auf dem Schild denn davor? They flayed them. Nailed them to wood. She was just a kid. Was? Kinder? Oh Gott. Ach du heiliger Schwursack, was steht hier? Heck. Heritage. Heritage? Keine Ahnung. Ich bin der Bibel nicht so mächtig. Oh, wie cool das aussieht, alter Schwede, ja. Ey. Ah, Alter! Oh Gott! Mach nicht so was in mir! Ich dachte, was kommt denn da jetzt? Oh. Oh. Leatherface. Oh, den hätte ich jetzt gerne und würde ihn so in den Arm nehmen. Jetzt überleg mal, da steht jetzt einer mit der Kettensäge und fängt an so. Den würdest du wenigstens hören. Ja. Ich bin gespannt, wer da. Also wir haben jetzt drei Gegner, ne? Einmal die dicke mit dem. Abhängen.
Die Dicke mit den, Das war's mit den Asen, mit den Batterien, wa? Ja, ein bisschen. Ja, wir haben ja noch genug. Die mit ihrer Steinspitzhacke von Minecraft haben wir. Dann die, die uns angeleckt hat. Und der Dicke. Also sind drei Gegner. Der Dicke wird da wahrscheinlich auch noch kommen, denke ich mal. Oh, ein Verband. Ja, wir haben genug Verbände. Brauchen wir gar nicht. Da ist ein Brief. Ein Zettelchen. Bestimmt hier noch irgendwo eine Batterie. Oh Gott. Kapitel 5. Und ich sah, und ein Wirbel kam aus der Nacht. Ein Feuer, das nach innen brannte, aus allen Richtungen zur Mitte. Und es zog das Licht aus den Wänden, sodass ich in einer Leere war. Die schien in Regenbögen wie Öl auf meinen schwarzen Spiegel. Ich sah trotz des Schmerzes und erblickte, wie aus der Mitte des Feuers kam die Gestalt eines Geschöpfes. Eine Gestalt, die einem Mensch ähnelt, wie ein Kreis einer Kugel. So wie der Querschnitt einer Kugel ein Kreis ist, so wäre dieser Kreatur ein Mensch. Hä? Und dies war deren Erscheinung. Sie schienen gleich Jesus Qual am Kreuz zu halten, Brust und Geschlecht eines Mannes. Und ihre Gesichter waren zahllos und ineinander verschmolzen, tausende Augen und alles ein Mund, mit Flügeln und Rachen. Was? Untrennbar selbst dem Auge und Auge wie Rachen dienten dem vollkommenen Verzehr. Klingt ein bisschen wie Muschiklaus von Forrest, ne? So war ihr Gesichter, und dann waren sie die Knochen der Pferde, der vier Reiter, und die Knochen der Reiter ebenso. Und dann wurde ihr Gesichter die Geschlechter der Engel, und dann ein Leuchtfeuer, und sang mit einer Schönheit, die Verstand zerreißt, und dann ein Spiegelbild in versilberten Glas. Denn ihre Gesichter waren alle dies zugleich, und ihre Flügel verschmolzen und schlugen, dass die Zeit stillstand und ich keinen Atem schöpfen konnte. Die vier Reiter der Apokalypse. Oh mein Gott. Wir müssen mal kurz vor die Tür gehen und gucken, ob da noch irgendwas liegt. Hier? Ja. Ja. Die Truller, können wir die nicht ins Wasser werfen? So, hier lag. Ah ja, da war hier, wo die gebetet hat, ne? Wahrscheinlich hat die das gerade gelesen. Den Zettel hat die wahrscheinlich gerade hingelegt, hat uns gesehen, so, oh ja, ich lege mir den mal hin, die kommt da gleich eh vorbei hier. Vermute ich mal. Keine Batterie hier? Nee, leider nicht. Benzin kann das ja, ich kann die Hütte anfackeln. Ich habe Angst vor dem Maisfeld. Weil das wird wahrscheinlich das Maisfeld aus der Demo sein. Warum bringt man Antichrist eigentlich immer mit Maisfeldern? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kinder des Zorns? Aliens? Denk dran, dass... Also, wie heißt das nochmal? Lucius? Lucius? Lucius, Spiel. Was ist das? Was war das? Der hat gerade gesagt, ich soll Mikrofon anmachen. Wer hat das gemacht? Das Spiegel wollte gerade von mir, dass ich Mikrofon anmache. Ja. Das bin ich nach der Aufnahme. Was? Scheiße! So kann man sich auch einen Kerl aufreißen. Fuck, ich hätte die ganze Zeit draufhalten müssen auf die... Nein, jetzt krieg ich die Aufnahme nicht, oder was? Ah, doch. Nee. Nein, krieg ich nicht mehr. Scheiße. Oh, fuck. Oh, krass. Wo muss ich denn jetzt hin? Ist das vielleicht ein Fuzzi aus der Demo? Den hat sie ja sich gekrallt. Und jetzt? Fuck, wir werden sterben. Fuck, wir werden. Da ist ein Durchgang. Oh fuck. Geh. Hier schon, hier liegt jemand.
Scheiße. Oh fuck, 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 lauf, 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 lauf. Oh, ich seh nix. Wo muss ich hin? Ich will da sehen, dass jemand so durchs Maisfeld rennt. Das will ich sehen. Da, da. Oh fuck, da müssen wir hin bestimmt. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck, oh fuck, ich seh nix. Scheiße, ich bin erschöpft. Fuck, ich seh nix. Ich bin erschöpft. Oh scheiße, fuck. Was war das denn? Wieso wurde ich denn... Hier liegen bestimmt irgendwo Batterien rum. Ich weiß, warum wir so viele Batterien gekriegt haben. Wahrscheinlich wegen dem Maisfeld. Damit wir auch rausfinden. Aber ich glaube, ich habe gerade sogar Batterien gesehen. Ja, schön. Aber die suchen wir jetzt nicht. Schön, dass du die Zeit hast, um Batterien zu sehen. Ich bin froh, wenn wir hier rauskommen. Ja, ich sehe deine Augen. Och, das ist ein Laden mit Handtaschen. Nee, ich habe keine Handtaschen. Nur eine. Fickt euch, ich kann schwimmen. So. Ja, jetzt kannst du es mit den Batterien vergessen. Und trotzdem nochmal hier. Setz dich einfach mal an. Entschuldigung! Ich wollte nicht so quietschen. Wo ist der? 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 Ist der gut? Ist der böse? Finden wir es heraus. Ich glaube, der Typ ist ein bisschen... Erinnert mich gerade ein bisschen am ersten Teil. Lass mich. Lass mich, lass mich. Lass mich. Lass mich. Mit den Ungern den Rücken zudrehen, aber... Du hörst es ja, wenn er dich verfolgt. Oha. Oha, hier sind so viele Häuser. Oh, fuck. Ja. Anstatt dass man sich irgendwas sucht. Oh, da ist ein Zettel. Oh ja, stimmt. Oh, habe ich auch gerade viel Zeit zu lesen. Meine liebe Judith! Ich war nie gut in meine Gefühle in Worte zu fassen, wie du als meinen Gattin... Willst du es später lesen? Ja, können wir. Da scheint jemand zu sein. Bin ganz schön mutig, dass ich hier langlaufe. Batterie. Batterie. Maybe there's a way through the barn. Dieses Piepsen. Vielleicht gibt es einen Weg durch die Scheune. Okay, also müssen wir hier lang. Oh Gott, da ist auf jeden Fall eine Kiste zum Schieben irgendwie für die Leiter wieder irgendwie so. Hier kann man auch unten durch. Sah zumindest danach aus. Ist alles sehr einladend hier. Ja. Hallo! Na, wie geht's denn so, Glatzi? Schon mal bessere Tage gesehen, ne? Kann ich hier irgendwie... Scheiße, ich kann ja gar nicht außen rum um den. Ich muss ja bei dem vorbei. Gucken, was der macht. Schauen wir mal. Hallo! Alles klar? Aber Outlast 1 gab's ja auch welche, die im Stuhl saßen, die nicht angegriffen haben, ne? Die einfach nur so dämlich rumsaßen, weil die voll fertig waren. Ich bin gerade auch voll fertig. Ja, ich auch mit den Nerven. Ich brauche gleich echt eine Baldrian und eine Pause. Den Weg durch die Scheune sollen wir uns bahnen. Wahrscheinlich müssen wir bei dem vorbei. Interagieren? Wie interagieren? Was soll ich denn hier interagieren? Ach so. Ich würde gerne nochmal probieren bei dem an der Tür. Warte mal. Darf ich hier bei dir... Darf ich? Okay, alles klar. Das war eindeutig. Ja, der Markus nicht. Der will uns nicht haben. Wow, also das ist leise. Oh Gott. Kann ich die Tür zumachen wieder? Nein, natürlich nicht. Das ist eine Kacke. Magst du weiterspielen? Bestimmt. Wenn du willst, dass wir jetzt sterben, versteck dich. Ich wollte es mal ausprobieren. Ein fröhlicher Türsitzer.
Ich hoffe, der guckt hier nicht rein. Wir sind nicht da. Lass das. Wieso? Ohne Witz, keiner wird damit rechnen, dass jemand so dämlich ist, sich in dem Fass zu verstecken. Der steht doch hier, oder? Nein. Ich will doch nur gucken, wo der ist. Ich muss doch wissen, wo der ist. Der ist rausgegangen, kann das sein? Der ist weg, ne, oder? Der ist einfach weg. Und kommt nie wieder. Ich glaube, der ist weg. Fuck, wo ist der? Wo ist der? Komm ich hier? Ah, da ist die Kiste. Komm, schieb. Da war ein offenes Fenster, das haben wir nicht gesehen. Ich hab schon ein Stresskissen. Oh Gott. Oh, diese Stressmusik schon wieder, das ist ja fürchterlich. Nein, noch nicht, die Musik läuft mehr. Nein, jetzt nicht mehr. Oh, lass du. Er ist da hinten auf jeden Fall. Das heißt, wenn er hier vorbeigeht, können wir da hinten durchs Fenster zur Scheune wieder, wo wir hin müssen. Boah, aber hey! Ich muss ja echt mal abklatschen, ne? Wir sind noch nicht gestorben. Ja, du bist ja nicht gestorben. Ja. Ja, ich haut auch das nicht. Veteran. Ich stelle mich immer total dämlich an bei sowas. Oh Gott. Er ist auf jeden Fall noch da. Da ist doch der. Da ist die. Stellst du da hinten rum oder wo ist der? Ja, ich glaube schon. Der ist wieder vorne. Frage ist, wo ist der jetzt? Der war doch da hinten irgendwo. Ja, der tut uns, der. Der tut uns nichts. Frage ist, ist der jetzt wieder in den Scheunen oder nicht? Hoffentlich nicht. Wir müssen nur die Leiter hochkommen. Er ist nicht in der Scheune, Gott sei Dank, ey. Komm. Hier ist noch ein hoch. Komm. Das ist so stressig. Und ich gucke dir zu und das ist ziemlich stressig. Und jetzt? Wir sind überall Verbandsmaterial, was blutig ist. Achso, warte mal, wir sind am. Haben wir. Through that barn. Might lead to the chapel. Hier noch zwei Batterien. Brauche ich nicht. Und zwei Batterien. Hier. Und wir sind noch nicht angekritzt, also. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Kunst. Moderne Kunst. Bei denen hier im Dorf. Oh Gott. Oh nein. Ich könnte mir vorstellen, dass es gleich stressig wird. Und schon wieder eine Taschenlampe. Oh. 7. Januar, drei weitere wurden heute zu den Beuligen geschickt. Ihre Wunden waren zum Verbergen zu Fluorid. Alle zusammen hatten 7 Kinder, welche Papa Rathof in mein Obhut übergaben. Ich habe nun über 40 Waisenkinder bei mir, welche mich verzweifelt lieben. Wie nur ein Kind es kann, welches von Ethan verlassen wurde. Die es einst für so unnatürlich, natürlich und selbstverständlich wie die aufgehende Sonne hielt. Und ich liebe sie, denn ich werde niemals selbst Kinder haben, doch habe so viel Liebe zu geben. Selbst wenn Gott sie verlässt, werde ich sie trösten und fühlen. Was bedeuten diese Träume? Wer hat das denn geschrieben? Ist das die Tante gewesen? Ist das vielleicht die Alte mit ihrer Spitzhacke?
Oder war das die uns angeleckt hat, die keine Kinder kriegen kann? Weil die muss ja mit dem Ethan zusammen gewesen sein. Dann war das bestimmt nicht die mit der Spitzhacke, oder? Das ist aber eine ungewöhnliche Dekoration. Oh ja. Ist zu modern, habe ich auch. Da hinter dir ist eine Kette. Ja, ich weiß, ich wollte mich erst umgucken. Macht überhaupt keinen Kraft. Oh Gott! Fucking. Was zur Hölle? Bondage. Bondage? Ja, Bondage! Ja, Oh Gott, wieder noch gucken. Oh, mit Stacheldraht, das ist, glaube ich, nicht so angenehm. Guck mal, er hat gar keinen Penis. Oh, schön. Das ist auch, glaube ich, eine Frau. Er hat Penis. Oh nein. Das geht doch nie im Leben gut. Das geht doch nie im Leben gut. Warte nochmal an. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da. Ich habe mich erschrocken, als plötzlich die Hand von der Seite kam. Wer macht denn sowas? Ich habe meinen Zeh. Meinen Zeh umgekehrt. Warum machst du denn sowas? Ich hätte meinen Fuß so komisch aufgestellt. Und plötzlich. Aua. Dieses Spiel ist höchst schmerzhaft. Oh Gott. Vor allem, es lässt auch keine Pause, ne? Es ist so, es ist auch total spannend. Ich will hier nur noch weg. Oh ne, ist eine Statue, oder? Oder ist das... Oh, ich dachte schon. Noch ein Brief. Ave Maria. Und schon wieder ein Zettel. Heißt Jesus, mach mich bereit. Vater Gott, leite meine Erlösung. Blut Jesus, gib mir von dem Wein. Durch das genannte Auge, lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gnädiger Jesus, erhöre meine Gebete. Heile mich in deinen Wunden. Halte mich an dich. Schütze mich vor dieser Welt. Und bereite mich auf Teufels Stunde in der Gemeinde Tempelgate, auf dass ich deine Schöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Amen. Ja, das klingt doch einladend. Das klingt doch nach Spaß, Spannung. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ja. Oh, das ist so furchtbar stressig. Warte. Ich glaube. Sind das gerade Füße? Waren das Füße? Was für Füße? Fuck, was war das? Weiß ich nicht. Guck dir das mal an. Waren das Vögel oder Füße? Oh Gott. Vor allem so mit dem Foto wieder. Foto! Ich glaube, wir machen an der Stelle, glaube ich, mal eine Folgenpause auch für YouTube. Und ja, sehen uns in einer weiteren Folge wieder. Und wir machen jetzt erstmal einen Cut. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.